Heaven's California. Ja, servus und hallo, willkommen wieder bei mir auf dem Kanal zu Need for Speed Payback. Wie versprochen habe ich mir natürlich den Pontiac und den Aston Martin geholt. Wir machen jetzt mal zum Racer Händler. Werden mal schauen, ob die Autos dort stehen oder ob die bei einem anderen Händler stehen. Auf jeden Fall ist jetzt aktualisiert und ich kann sie mir kaufen. Ich würde sagen, wir fangen als erstes mit dem Pontiac an. Ja, ich nehme immer nur Racer, weil ich... Ah, da ist er schon, da ist er schon. Fahrzeugpreis, Zero. Genau. Ich nehme immer Razor, weil das vom optischen Tuning her schöner ist. Weil die Reifen und alles besser sind. Da werden wir uns den mal einkaufen. Nur für Razor Events verwendbar. Ja. Kostet nichts, kann ich mir später nochmal holen. Ich möchte ihn verwenden, ja. Und ja, genau. Hier seht ihr dann erstmal Original. Ja, typisch halt mit dem Firebird von auf der Motorhaube. Aber so mit dem ganzen Gold und alles, das gefällt mir irgendwie. Also das ist nicht mein Style. Das lang ist mein Style. Und wir suchen jetzt mal eine Garage auf. Die haben wir hier. Wollen wir da gleich mal hinfahren? Oder wollen wir... Ja. Vielleicht können... Oh Gott, oh Gott. Sorry, eigentlich können wir ja direkt erstmal zum Tuning-Händler fahren, weil das ist ja, den kann man ja als Superbild machen. Und da müssen wir sowieso dann später zum Tuning-Händler, weil wir uns die Setups kaufen müssen. Und das ist ja ab 399 möglich. Ab 300, Entschuldigung, 399, was erzähl ich denn? Darum müssen wir uns das jetzt schon hier kaufen. Und dann können wir direkt hört sich natürlich gleich wieder anders an, ne? Da können wir jetzt direkt gleich mal in die Garage fahren und den dann dort direkt auf Superbild bauen. Das ist halt jetzt ja der Vorteil gewesen bei den Autos, dass sie wieder mal ein paar Superbuilds dazugebracht haben. Bin gespannt, was da rauszuholen geht. Oder was optisch da überhaupt drin ist. Vom fahrischen her, ja, bis jetzt. Müsste man halt dann mal sehen, wenn man direkt drauf angewiesen ist, auf der Straße zu fahren, bin ich ja halt so ein bisschen rüber und rüber. Jetzt bin ich ja gespannt. Ah, ja, wenn man so lenkt, natürlich kommt man hier nicht in die Einfahrt rein. So, jetzt bin ich gespannt wie Nachbars Lumbi. Den Superbild musst du natürlich auch extra kaufen. Also, du musst die zwei Autos kaufen. Du kannst sie einzeln kaufen, aber du kannst sie auch zusammen kaufen. Und dann musst du zu den Autos nochmal den Superbild kaufen. Also, ich habe ein bisschen Geld investiert, um euch das jetzt zu ermöglichen. Wie ihr seht, seht ihr nichts, aber Dachleiste, Dach, Super Setups. Und das wollen wir ja. Okay. Ja. Was ist denn das für ein Super Setup? Ich dachte, da kommt mal der fette V8-Block vorne raus und ja, Käfig auf jeden Fall drin. Also ich muss jetzt mal ehrlich sagen, also optisch reißt mich jetzt ja nicht komplett aus dem Rennen. Also was ist denn da anders als wie im normalen Setup?
Also ich finde es optisch gar nicht schön. Muss ich euch alles sagen. Ein Flügel hinten drauf, da passt irgendwie gar nicht zu dem Auto. Ja, auch der Abstand im Radkasten, alles. Oh, ich bin ja gar nicht begeistert. Wir legen den Hubel erstmal tiefer. Höhe, das ist schon mal ekelhaft. So, obligatorisch 2. So ist es jetzt bei den Super Setups immer noch so, dass da. Hubel ist hässlich, das ist doch hässlich, Entschuldigung. Aber ich muss euch wirklich sagen, also dafür mache ich kein Super Setup. Also der gefällt mir optisch mit dem Super Setup überhaupt nicht. Tut mir leid, aber es hat sogar noch ein Track Super Setup, wenn ich das sehe. Nee, dann tut mir leid. Dann versuche ich es lieber selber irgendwie zu bauen. Hier, guck mal an, was du für Auswahlmöglichkeiten hast. Ja, hier, und da siehst du, da geht's ja schon los. Geil. Die Fenster raus sind, das ist ja mega geil. Das einzige Geile ist wirklich an dem Super Setup, oder mal ganz kurz, dass wir, was kostet das Ding? 19.000. Das wird dann natürlich, ja, Schalensitze, überall Käfig drin haben, Tank hinten drin. Na okay, komm, wir haben das Geld, kaufen wir. Verändern können wir sie jetzt immer noch. Okay, eine Katzentreppe drauf. Na. Ja, kann man machen, muss man nicht. Ich würde das so lassen. Mir gefallen die Katzentreppen nicht. Mir gefällt das hier so schön offen. Überall Käfig drin, schön wie das Kreuz oben noch siehst. Richtig geil. Jo, das gefällt mir. Ich bin kein richtiger Freund von den Katzentreppen. Zumindest gefällt mir das hier optisch nicht. Und man soll ja auch hinten schön den Tank sehen. Nö, wir machen das. Das ist schön offen. Das bleibt doch so. So, Dachlichtleiste. Das müssen wir unbedingt machen. Nämlich nicht. Was ist das jetzt noch? Das sieht mir ja fast so aus, als wie nochmal überall Käfig oben drüber. Sieht aus wie Mad Max. Aber wollen wir auf Race bauen. Hier wieder obligatorisch 25. Obligatorisch 25. Motorhaube. Ja, ist dick, ne? Ist dick. Da gefällt mir das ja viel besser. Wenn da so ein bisschen rausguckt. Das ist dann schon wieder zu sehr. Jawohl. Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr anders machen würdet. Da kann man die eigentlich drauf lassen, die Motorhaube, aber die ist nicht schlecht. Die finde ich zu übertrieben, oder? Findet ihr die gut? Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Ich weiß nicht. Wir lassen die mal hier. Obwohl die natürlich schon auch nicht ungefähr so der Bringer ist, oder? Ich weiß nicht. Ich bin hin und her gerissen. Echt hin und her gerissen. Da würde mir das ja noch am besten gefallen. Oder lieber das, aber das wäre die goldene Umrandung, ne? Ach, die müsste ja dann eigentlich wegfallen. Ja, ich würde sagen. Wie ist es denn hier Lufteinlässe? Weil eigentlich brauchst du das ja nicht. Da kriegt der oben drin Luft. Gute Frage, gute Frage. Gebt mal irgendwie in die Kommentare eine Antwort. Ich baue jetzt einfach mal das übertriebene Ding hier hin. Ist egal jetzt. Grill. Ja, war ja klar. Haben sie wieder sehr viel zur Auswahl. Ach Mensch. Das Gold gefällt mir nicht. Aber das andere sieht auch beschissen aus, also müssen wir das ja lassen. Frontstoßfänger. Ist daher eigentlich schon ziemlich brachial. Eieieiei. Okay. Was ändert es da? Lass das weg. Ach, Leute.
Ich bin so hin und her gerissen. Oh, was ist das denn? Das sieht ja mal richtig böse aus. Boah. Okay. Von der Seite mal sehen, wie es da aussieht. Na, andere Seite. Auch eine ziemliche Geschmackssache. Okay. Aber das sieht komisch aus. Das sieht richtig komisch aus. Müsste mal das wirklich nehmen hier. Entweder das. Das. So richtig übertrieben. Ja. Scheinwerfer. Ach. Okay. Das hat natürlich auch was, ne? Kann man so machen. Ich hätte jetzt die gewählt hier. Ah, das hat natürlich. Okay, wenn du auf Mad Max Style baust, sind die besser. Aber ich lerne lieber die. So, jetzt bin ich gespannt. Ja, ist klar. Jetzt hat er völlig Error, oder? Ihr seid völlig krank. Ja, genau. Doppelt genietete. Genau. Weil euch die normale Verbreiterung nicht gereicht hat, habt ihr halt gedacht, ach komm, da machen wir doppelt genietete dran. Ist doch viel cooler. Das ist völlig krank, ist das. Oh, die können. Alter Schwede. Die Dinger sind ja mal brachial. Alter, guckt euch das doch mal an. Das ist doch völlig krank, ist das doch. Ja. Die setzen weiter unten an. Das erzeugt aber optisch den Effekt, dass er tiefer gelegt ist, ne? Ansicht ändern. Seht ihr das? So sieht der optische Tier tiefer aus, ne? Höher. Weil hier nochmal so ein Ding dran ist, aber mir gefällt allgemein dann der Kotflügel nicht, weil es nur einfach nur so herangesetzt aussieht. Da ist das schon schöner. Ach komm, wir rasten richtig aus, mir knallt das Ding dann. Eidel, echt. Ich bin gespannt, was ihr darüber sagt. Ja, Spiegel. Spiegel ist eine gute Frage. Machen wir die. Machen wir mal hinten die Arschbacken. Hier in der Bäckchen. Alles klar. Dann haben wir wieder das Thema, ne? Ah, da ist so hoch. Warum ist denn das so ein Track Setup? Das verstehe ich nicht. Krass. Was ist denn, wenn ich das Race Setup wegnehme? Da habe ich aber den Käfig nicht mehr drin. Das ist schade, ne? Ja. Warum macht ihr passenden Kotflügel? Seitenschwelle. Hässlich. Ist klar. Also lassen wir die dran. Also das sind irgendwie, ich weiß nicht. Heckstoßfänger. Was haben wir denn da im Angebot? Was ändert sich da? Nix. Versteht es nicht. Was ist da der Unterschied jetzt hier? Okay, hier sieht man ein bisschen was. Das ist klar, hier geht er nach hinten. Und hier geht er einfach nur gerade runter. Okay, das habe ich verstanden. Aber mir gefällt die Optik hier irgendwie.
Ja, nimmer, ne? Heck, die Flüsse ist natürlich auch wieder eine sehr extreme Geschmackssache. Die Frage ist halt wirklich, braucht denn da sowas? Wenn dann das, aber ich finde das völlig zu übertrieben so. Nee, dann machen wir das Ding hier ran. Das hier, da haben wir schöne Auspuffrohre ran. Danke, dass man was sieht. Dick ist auf jeden Fall schon mal besser. Nee. Ja, da passen die optisch am besten dazu. Ja, nee, nicht und nicht. Auch nicht wirklich. Von der Form her auf jeden Fall. Sind die aber dicker, ne? Ja, machen wir die ran. Ja, also, tut mir leid. Heckspoiler, sehen wir mal da an. Kann man da was? Kofferraumdeckel. Ja, was ist das jetzt? Ach, Lufteinlässe oder was? Ja. Kann man so machen. Lufteinlässe sehen gut aus. Spoiler. Na, das geht doch schon mal gut los. Hey, nee. Ja. Das hat doch schon mal was. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Nee. Das ist so vom Porsche abgeguckt. Haben wir noch? Okay. Nee. 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 Ich würde das bevorzugen. Der kleine geht auch. Aber ich will ein bisschen größer. Ja. Finde ich optisch ansprechender. Vor allem schönen Motorhaube. Ach, warte mal, der Ablock ist doch. Und wieder schon dämlich, ne? Sitzt der Motor drin. Da war schon hier vorne eigentlich gar nicht so viel Lufteinlässe. Das war ja Schwachsinn. Aber für die Optik, was macht man nicht alles? Lässt man es drin. So Felgen, ja, keine Ahnung. Kann man die Größe ändern? Nee. Pontiac-Felgen kann man bestimmt auch nicht die Größe ändern? Nee. Es ist so traurig. Was können wir dir denn mal für Felgen verpassen? Ich habe keine Ahnung. Naja. Keine Ahnung, was dir vor Schuhe stehen würden. Das kann eigentlich bloß ein Griff ins Klo werden jetzt. Aber ich denke, bei dem Auto muss irgendwas mit Tiefbett oder sowas ran. Irgendwas mit Tiefbett. Das hier? Nee, hässlich. Ich hab grad voll den Halimasch hier. Hier. Die hier in der Art. Dann halt nochmal. Zeig mal her. Ich möchte gern gelochte. Genau, Reifen machen wir jetzt Bahn da drauf.
Machen wir ein paar Toyo Tires drauf. Jawohl. Ich muss dann mal probieren, ob ich. Nee, da habe ich den Käfig, überall Käfig nicht mehr. Das ist schade. Oder? Wir haben jetzt auf jeden Fall die Work drauf, damit ich das vorne noch weiß. Work. Workfelgen. Stückel größer auf jeden Fall, ist ja logisch. Ich finde das optisch ansprechender, ja. Da scheiden sich wieder die Geister, aber ist mir egal, was die anderen denken. So, zeig mal her. Ja, hässlich ist was anderes. Was ist denn, wenn ich jetzt den Superbild hier raus mache? Krieg ich wieder nicht raus, ne? Option entfernen. Alle Leitzeugs und alle Teile zurücksetzen, einschließlich Schräder. Nee, da wird da komplett alles wieder weggesetzt. Jetzt hat es wieder alles zurückgesetzt, ne? Ach, das ist doch nicht wahr. Und auf ein neues. Das darf jetzt nicht wahr sein, ne? Also. Ach Mensch. Wir machen es wieder übertrieben. Ich mache das jetzt alles mal im Schnelldurchgang. Ohne viel zu quatschen. So. Ich finde das irgendwie trotzdem optisch schöner. Und dann sieht er nicht so hochbeinig aus, nicht so extrem hochbeinig. Aber die Backen sind natürlich der Wahnsinn, ne? Die gehen wenigstens einmal komplett rum. Ach, scheiß drauf. Felgen hat man natürlich der Wirk drauf. Gleich die Felgen halt wechseln. Da sind sie. Ich weiß, Geschmäcker sind verschieden, aber naja, es nützt ja nichts. Jetzt muss ich den ganzen Rotz hier wieder ändern. Das? Ich weiß es nicht mehr. Und sein, ne? Du, 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 du. Ist natürlich Bescheid, wie lieber haben. Ist auf Track, ist ein Track Setup. Ist einfach ein Track Setup. Auspuff. Ja. Hat man den. Genau, Heckspoiler war ja klar. Kofferraumdeckel, zack. Na, wo ist es denn? Hier. So. Gucken, was jetzt natürlich hier. Was nicht verfügbar.
Ach so, Ist ein Track-Setup. Ist zwar schade, aber wir können ja später nochmal ein normal auf Bahn of Race, wenn ihr das wollt. Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr da Bock drauf habt, dass wir dann direkt nochmal ein ohne das Super-Setup machen. Optisch würde ich sagen, was ist denn jetzt? Lackierung, genau. Community, mal gucken, was wir krachen lassen haben. Zack. Sind halt also so, ne? Geschmäcker. Ich würde sagen, das Schwarz-Matte sieht ganz gut aus. Würde ich so sagen. Die Felgen könnten wir vielleicht noch ein bisschen mit Gold machen irgendwie, ne? Das sähe vielleicht nicht schlecht aus. Wo wir vorne auch noch ein bisschen Gold haben, so Akzente. Schwarz-Matte und dann noch goldene Felgen. Ich will auch nicht zu viel Gold, weil das wirkt dann. Das wirkt dann besch. Ja? Ihr wisst, was ich meine. Das aus. Ja, schön auf rostig gemacht, rostig und alt. Coole Ideen, aber hat natürlich auf der Scheibe sehr wenig Sinn. Ich wäre für das Matte. Ich bin eigentlich kein Freund von Matt, aber bei dem Auto. Ja, schwarz-matt wirkt ganz guter Breitbau. So, dann schauen wir mal. Und schauen wir mal noch, was wir an den Felgen machen können. Ob wir das Außenbetter noch Gold machen oder innen, ich weiß nicht. Achso, wir wollten noch stopp, Reifen. Sei egal, der Eitler ist drauf gemacht. Toyo Tires. Fertig. Felgen müsste auch schon komplett groß sein. Ja. Gucken wir mal an der Farbe. Okay, das ist jetzt das Außenbett. Endlandung geht verloren. Möchtest du fortfahren? Yep. Gucken, ob wir das Innenbett irgendwie machen können. So auf Goldstyle. Ja. Eher nicht. Sättigung, Helligkeit. Das ist eher ins Kupfer, ne? Ah, Klettergrad. Um Gottes Willen. Klarlack ein. So. Was haben wir jetzt noch? Da kann man hier ein Klett. Ach so. Chrom, das. Ja, Metallic halt. An allen Felgen anbringen, gucken, was passiert. Gucken wir uns mal an. Ist jetzt nicht ganz das Gold, was ich wollte, aber. Das Gold ist halt mehr matt hier vorne, ne? Müssten wir auch so matt hier vielleicht machen. Müssen wir mal sehen, ob ich da irgendwie rankomme. Ob ich das irgendwie so hinbekomme. Puh, eine gute Frage, das war halt eher. So, ne? So in der Richtung. Nochmal gucken. Ja, das kommt der ganzen Sache schon etwas näher. Oder was sagt ihr? Noch ein kleines Mühe vielleicht. Nehmen wir nochmal hier ein bisschen. So, 65 vielleicht. An allen Felgen anbringst, ja, gucken wir nochmal. Ja, ich finde eigentlich, ich bin jetzt damit zufrieden. Würde ich so lassen. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr von dem Auto haltet. Haben wir jetzt soweit fertig. Werden jetzt auf jeden Fall mal raus von uns das Auto mal angucken. Ja. Im nächsten werden wir dann ein Rennen fahren, auf jeden Fall.
Ist ein Track-Auto, also müsste man auf jeden Fall auch bei Track ranfahren. Ja, klasse, ist dunkel, war klar. Ja, was soll ich sagen? Schauen wir mal. Warte mal, ich hab doch da noch eine Idee. Möchtest du das wirklich verlassen? Ja. Uiuiui. Wollen wir nochmal reinfahren? Mal gucken, ob wir einen. Einen Airride-Fahrwerk haben. Aber ich glaube, das ging gar nicht, ne? Ich glaube, da hatten wir. Ich glaube, da hatte ich nichts. Doch. Jaha, eingebaut. Und tschüss. Jetzt können wir das Auto mal ein bisschen dem Erdboden näher bringen. Genau, im nächsten Video werden wir dann das Auto komplett hochzüchten auf Level 18 und was ist das jetzt? Ja. Optisch sieht das dann schon besser aus, ne? So, mal gucken. Ja, kann man doch so stehen lassen, würde ich sagen, ne? Wir haben es halt mal ein bisschen krachen lassen. Ups, Entschuldigung. Ich wollte ein Stück höher. Ja, so. Das sieht doch eigentlich schon nice aus. Die Felgenfarbe haben wir relativ davon angepasst, dann das bisschen goldene. Ja, halt ein bisschen, ja, ausgefallen. Aber auf jeden Fall vergesst nicht in die Kommentare zu schreiben, ob ihr noch Bock habt, dass wir ein richtiges Race, einen richtigen Race-Bild bauen. Also ohne überall Käfig und sowas. Aber halt dann optisch direkt, ne, wie der Abstand jetzt hier im Radkasten ist. Würde mich wirklich interessieren, ob ihr da Bock drauf hättet. Schreibt es in die Kommentare. Dann soll es jetzt erstmal hier gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir den auftunen und natürlich Rennen fahren. Track, bin ich lange nicht gefahren. Lasst uns überraschen. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und ciao, ciao.